Hätte ich natürlich machen können, aber aber ich denke da irgendwie nie dran. Ich weiß nicht warum. So. Werden wir mal ein bisschen. Ist hier jemand drin? Nein. Okay. Das können wir als Gefangenenlager nehmen dann. Diesen Außenposten. Schau, Jungs. Hier, renn mal durch meinen Pfeil. Hier, riech mal. Ah, geht nicht. Okay, ich dachte. So. Von wo kam ich? Von wo bin ich reingekommen? Wie komme ich hier wieder raus? Und wo kommen wir jetzt? Alter Schwede. Da wollte ich hin. Da zu der Mission wollte ich eigentlich. Da können wir mal gucken. Das heißt, in die Richtung müssen wir. Aber ich glaube, da müssen wir raus. Ich versuche mal hier rauszukommen. Ja, das sieht gut aus. Waren wir hier nicht schon mal? Ich zünd mal den Pfeil an, ob uns wärmer wird. Natürlich nicht. Na ja, klar. Doch. Ich glaube es nicht. So ein bisseliger Pfeil vor uns gibt uns Wärme. Ja gut, ein bisschen vielleicht. Und warum erinnert mich das unheimlich an Turok? Dinosaurier-Hunter, für die Leute, die es noch kennen. Das Spiel. Das war so geil. Davon könnten sie gerne auch nochmal ein Remake machen. Aber so, wie es früher war. Ist auch richtig, richtig Porno gewesen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Vor allem auf dem... Ah, okay, so schmeiße ich meine Pfeile natürlich auch weg. Das ist natürlich nicht sehr förderlich. Damit sollte ich dann auch im Survival-Modus sehr sparsam mit umgehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier ist es ja... Was macht er hier? Schöne Vasen. Machst du mir auch eine Vase? Wo hat er die Vasen jetzt hergeholt? Okay. Wo holt er denn die Vase her? Ich will es gar nicht wissen. So, da hinten müssen wir hin. Gucken wir mal. Haben wir denn noch... Ich schau mal in die Beutetasche mal eben schnell rein. Wie es aussieht mit unserem Fleisch. Ah, Fleisch haben wir noch. Ich werde mal eben so einen Snack essen. Boah, schön mit Blättern und Fleisch. Boah, ist das lecker. Mit Blätter ist das lecker. So. Hier ist nochmal ein bisschen Alderholz, oder? Nee, Nordzeder. Die gute Nordzeder. Ist das ein Gegner? Tatsache, was macht der denn hier? Warte. Tut mir leid, der, was läuft da auch hier rum? Rotblatt fast voll. Da haben wir ein bisschen Nordzeder wieder gefunden. Und da oben müssen wir hin. Es wird so langsam kalt hier. Alter, das ist so gut. Schnell hier rüber geschwommen. Das nehme ich auch noch mit. Also, das muss ich abkrabbeln. Tut mir leid, Leute, aber das ist, Feuerstein, den Fred nehmen wir auch wieder mit. Und dann gucken wir mal hier. Okay, dann muss ich außen rum. So. Lalalala. Und ich hatte ja schon anfangs auch vom Let's Play gesagt, das wird... Ich glaube, das wird auch eins der... Also eins meiner ersten längsten Let's Plays. Aber ich glaube, das längste Let's Play, was bisher war, glaube ich... War das... War wirklich das längste Let's Play... Bis Submerge war es nicht. Was war... Tut mir leid. Guck, wie die Kugeln. Was war das längste Let's Play? War das... Oder war das Murdered Soul Suspect? Nee. Was war das längste Let's Play? Bisher. Und ich weiß schon aus gutem Grund, warum ich kein GTA-Let's Play gemacht habe. Weil einfach... Ich hatte es ja mal gesagt. Ja, wie gesagt, mir fehlt einfach die Zeit dafür, um auch mal längere Let's Plays zu machen. Und vor allen Dingen auch mehrere gleichzeitig. Ich bin ja schon... Oh, ich hau ab. Wo muss ich hin? Ich muss genau in die Richtung. Verdammt. Ich hau ab hier. Nee, weil auch mir einfach die, wie gesagt, die Zeit einfach dafür fehlt, wie andere, sag ich mal, Let's Player, die es ja vielleicht professionell machen oder so. Einfach mehrere Let's Plays gleichzeitig. Also ich bin ja schon froh, wenn ich 2 bis 3 schaffe. Gleichzeitig. Warum kommt jetzt diese dramatische Musik? Oh, da ist der Bär. Ich hau ab.
Ich würde es gerne, bin ich ganz ehrlich, ich würde gerne mehrere Sachen gleichzeitig machen und so alles, aber dafür fehlt mir einfach privat auch einfach die Zeit dafür. Sonst liebend gerne. Und wenn ich hier so ein Let's Play mache von so einem großen Spiel, dann heißt das schon was. Dann ist das schon, also mächtig und gewaltig. Weil man muss überlegen, man sitzt dann hier, nimmt auf und ja, quatscht euch voll. Das tut mir leid. Und unterhaltet euch gerne und ich unterhalte euch gerne damit und alles. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Und ja, und die Zeit vergeht und... Ja, Video schneiden, rendern, pipapo, nachschauen, ob alles gut geworden ist bei der Aufnahme. Und ja, da kann schon mal so ein bis zwei Tage vergehen. Upload kommt ja auch noch mit dazu. Das lädt sich ja leider nicht von alleine hoch. Das wäre natürlich schön. Das könnte YouTube mal einfügen. In Sudanland. Das könnte wirklich YouTube mal einfügen. So, wenn er aufgenommen ist, direkt uploaden. Ja gut, aber du musst ja trotzdem das Video rendern, alles im Pipapo. So langsam wird's kalt. Wir müssen mal gucken, dass wir mal so schnell wie möglich. Ich glaube, ich werde gleich mal, obwohl wir sind jetzt da. Musste ich tun, ich habe Hunger. So, Wolfsfell kriegen wir da nochmal ein bisschen Tierfett, ein bisschen Tierhaut. Sehr schön. So, sammeln das seltene Nordgelblatt für Sailor. Oh Gott. Um Gottes Willen, wo muss ich denn da hin? Ist das hier? Hier ist der Wegpunkt. Ich, Was? Hier war gerade was mit Viereck? Ah, hier. Yeah. Das war gemein. Wow! Das war der aus dem Dorf, der uns angegriffen hat, oder? Toll. Und jetzt, Bahn und Udam haben eine Ausrüstung an sich genommen. Schön. Dann kommen wir auf der Gefängniszelle. Ich mach mal eben den Wegpunkt weg. Warte mal. Weil der stört mich jetzt gerade. Alter, wie mies ist das denn bitte? Die haben eine ganze Ausrüstung. Okay, da hat auch schon jemand versucht, hier rauszukommen. Was für ein mieser Drecksack das bitte ist. Ja, wie... Weißt du, die nehmen mir die ganze Ausrüstung ab. Aber weißt du, den Enterhaken, den ich habe, den lassen sie mir dran. Ist natürlich auch sehr... Ach nee, schaffe ich gar nicht. Ich beschaffe den Kletterkralle, um es nutzen zu können. Ich dachte schon, das wäre natürlich sehr einfach. Oh, warte mal, wir können ja was craften. Warte mal. Wenn ich gerade dabei bin und da Fähigkeitspunkt vergeben. Holzstücke auf der Karte angezeigt ist doof. Was haben wir hier? Ziele und wirft eine Keule und Speer, während du eine Leiche bewies. Ah, nee. Ich stelle zwei Köder anstatt einen her. Ja, das machen wir mal. So. Ah, hier ist ein Enterhaken. Ach so. Ach, guck mal einer an.
Dann haben die aber die Zelle nicht gut gesichert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ob das jetzt so eine gute Idee ist? Boah, wir müssen jetzt so aufpassen hier. So, und wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus, verdammt. Ich bleibe mal so ein bisschen in der Gedukthaltung. Ein klein wenig. Ich höre sie schon. Diese verdammten Mistratten. Ich werde sie so fertig machen. Alle. Ich werde sie so fertig machen. Da sind meine Waffen. Und dann werde ich sie alle vernichten. Survival. So, Tajisla. Ja. Ich sehe nix. Geht's Licht? Nein, Johnny. Ich sehe überhaupt nix. Kalte kann töten. Ich muss mich warm halten. Ja, schön. Oh Gott, wo... Ja, die Frage ist nur, wo bin ich? Nee, ich halte mich mal warm mit der Fackel. Das geht überhaupt nicht. Was? Oh Gott. Oh, okay. Hätte ich die Fackel gar nicht anzünden brauchen. Was stand da? Wolf? Was? Wolf heute? Ach, da. Durchsuche die Höhle nach einem Ausgang. Hier ist doch gar keine Höhle. Wie gut, dass ich hier nicht sehe. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen, weil die Kälte sinkt doch rapide. Hätte ich jetzt mal nicht so gedacht. Hier vielleicht. Da hinten sehe ich jemanden. Da oben auch. Oh Gott. Der kann die Gegner rufen, die anderen. Das wäre natürlich nicht förderlich. Das Problem ist, wir haben nicht so einen durchschlagenden Erfolg bei dem mit dem Pfeil. Das ist natürlich so ein bisschen bescheuert. Geil war natürlich mit dem Speer ihn sofort wegzuräumen. So zum Beispiel. Nein, verdammt. Mist. Ja, jetzt wissen sie natürlich, dass ich hier bin. Aber wenigstens der... Aua. Hör auf damit. Lass mich. Aua, Alter. Ich sehe überhaupt nichts. Ach da, guck mal da. Komm her. Survival. Alter, wie viel verträgt ich denn? Oh, Alter, wir müssen uns heilen. Hilfe. Alter, Hilfe. Oh, oh. Hast gesehen? Voll aus dem Bild gehauen. Aber volles Rohr. Voll aus dem Bild gehauen. Alter, die Keule gefällt mir irgendwie gar nicht. Der gefällt mir die immer noch am besten. Zwar macht die nicht so viel Damage, aber mit der bin ich irgendwie mobiler. Irgendwie bin ich mit der viel, viel mobiler unterwegs. So, was haben wir denn hier alles liegen? Ziegenhäuten. So, hier haben wir noch ein bisschen eine Tasche, die wir durchsuchen können. Hier, Grünblatt. Ja, nehmen wir mit, Speer. Nehmen wir alles mit. So, ich zünd mal eben hier die Fackel an. Dann wird es auch ein bisschen heller und dann sieht man auch ein bisschen mehr. So, pass auf. So, mal schauen, dass wir hier den Ausgang finden. Wir können schon wieder einen Fertigkeitspunkt vergeben. Fertigkeitspunkt vor allen Dingen. Fettig. Weißt du, Pommes Fertigkeitspunkt. Einen Fähigkeitspunkt vergeben. So. Müssen wir mal schauen, wie wir hier den ausgehen. Geht es hier lang nach draußen? Vor allem das Geile war, ich war doch schon draußen. Wieso muss ich denn schon wieder in eine Höhle gehen und wieder nach draußen finden? Verstehe ich nicht. Anstatt da einfach den Berg irgendwie runterklettert. Er hat ja seinen Greifhaken. So langsam wird es wieder kalt. Aber hier ist wieder ein bisschen Feuer, wo wir hingehen können. Und wir können hier hochklettern. Sehr schön. So. Ist der am Pennen? Guck mal hier. Ne, warte. Ach, der gehört zu uns, ne? Ja, der gehört zu uns.
Der ist am Pennen. Weißt du, der ist am Pennen, aber wir beklauen ihn erstmal. Macht Sinn. Hallo? Wollte schon sagen, lass mich mal durch. Und wir machen ihm das mal schön gemütlich, komm. Komm, wir machen ihm das mal schön gemütlich, damit das richtig schön warm hat hier. So. Tschüss. Ich bin der Heizungsinspektor gewesen. Wollte nur überprüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. So. Jetzt wollen wir mal gucken hier, dass ich hier oben... Wer atmet denn da so schwer? Waren wir das? Hat sich zumindest so angehört. Mal eben hier einen Bogen erstellen. Pass auf, jetzt probiere ich das mal aus hier mit Stachelbomben und so. Wie war das? War das mit R1 werfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Das irgendwie... Der ist auf jeden Fall mehr gepanzert. Ah, guck mal da. Okay, der ist schon mal weg. Den findet hier, glaube ich, auch keiner so schnell. Oh, oh. Unten am Lagerfeuer steht auch einer. Da stehen. Zwei Stück sogar. Und da oben wird wahrscheinlich auch noch jemand sein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hier angehen. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig. Ob ich einfach den Bienenstock einfach in die Mitte schmeiße. Ich schmeiße ihn mal. Guck mal da. Jetzt bemerken sie das natürlich auch, ne? Ist klar. Guck mal hier. Guck mal hier, brenn du Sau. Ich mache auch gar keinen Schaden bei dem mit der Keule. Ist natürlich sehr feierlich. Alter! Schlägt er einmal zu, ist sofort vorbei. So, voll aus dem Bild gehauen. Den auch. Und anzünden, damit wir ein bisschen Licht haben. So. Oh, guck mal, die haben sich ganz doll lieb. Guck mal. Oh, Hashtag Urwaldliebe. Oh, wie süß. Oh. Boah, Alter. Boah, guck mal, wo der den Kopf hat. Boah, geh weg, Alter. Boah, ne. Boah, die lasse ich mal alleine, die beiden. Warte mal. Komm mal her, ich leg dich mal dazu. So, warte. Hier. Na. Oh, hier. So. Guck mal, was hier alles rumliegt. Fleisch. Oh, ein bisschen... Aua, den Finger gerade biegen. Nein, ich will... So. Alter, boah, wie eklig das aussah. Wie die da gerade an sich rumgefingert haben. Wie die Urwaldliebe gemacht haben. Hilfe. Oh Gott. Bin froh, dass ich da schnell weggegangen bin. So, jetzt pass auf. So, mal gucken. Da müssen wir hin. Ah, guck an. Ich glaube, da finden wir jetzt auch den Ausgang. Ich werde nochmal eine Keule erstellen. Ah, Keule haben wir noch. Aber wir können ein paar Bienenstöcke erstellen. Das mit dem Bienenstock war gar nicht mal so verkehrt. Fand ich ganz geil. Sollte ich häufiger machen, ich weiß. Aber ich vergesse das immer wieder. Ich vergesse das immer so schnell, das ist das Problem. Da ist wieder so ein gepanzerter, so ein dicker. Was machen die denn da? Alter, wie viel sind denn das hier? Oh Gott. Was machen die denn da oben? Sag mal, machen die gerade das, was ich da denke? Oh Gott. Hashtag Urwaldliebe, wie immer. So, pass auf. Den nehmen wir mal mit. Den wird keiner vermissen. Komm mit. So, wo kann ich den am besten hinlegen, dass den keiner findet? Am besten hier hinten irgendwo. Schnell um eine Ecke bringen. Uah, ich hänge. Am besten hier hinten. Hier findet den keiner.
Genießt das ist, dass sie da oben einfach mal rumvögeln. Ich meine, Liebe machen. Das gibt's doch gar nicht. Kriege ich den erledigt? Von hier aus? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich den nicht erwische. Ich versuche mal so ein bisschen jetzt hier ein bisschen taktischer zu spielen, ein bisschen ruhiger. Weil ich muss mir das ja sowieso angewöhnen für den Survival-Modus auf jeden Fall schon mal. Der fällt doch auf. Wenn der fehlt, fällt das doch auf, oder? Ach, wir müssen sogar den Höhlenwächter töten. Guck mal einer an. Ich sollte vielleicht häufiger mal nach oben links gucken, um das zu lesen. Da oben kommen wir hin, aber da oben war auch einer, ne? Steht da noch jemand? Ah, da ist noch so ein gepanzerter Affe. Versuch mal schnell hier raufzuklettern. Ich weiß, dass hier oben noch jemand war. Alter, da hinten die beiden. Auch noch. So, ist schon mal weg. Nicht aufgefallen, ne? Keiner irgendwie Verdacht geschöpft. Das ist gut. So, die Frage ist... Ach, guck mal, da oben steht auch noch einer. Boah, ob das gut geht, ich weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Okay. Der rammelt da immer noch die alte weg. Ich würde mal interessieren, ob die mich mit Feuer viel schneller sehen. Aber anscheinend ist es egal, ne? Hallo? Hallo? Okay. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir ihn da weg? Weil normalerweise müssen wir erst die anderen erledigen. Damit wir ein bisschen weniger Stress haben. Aber die beiden kriege ich definitiv nicht, ihn vor allen Dingen nicht, weil er wird wahrscheinlich von ihm gesehen. Ich probiere das zwar mal. Nee, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist überhaupt keine gute Idee. Verdammt, wie mache ich das? Pass auf, ich knüppel den ab. Ich knüppel den einfach runter. Pass auf, ich schmeiße da einen Bienenköder hin und knüppel den einfach runter. Wenn das klappt, mal gucken. Erstmal loote ich hier die... Hashtag Monster-Titte! Hashtag Monster-Titte! Alter, Allorg! Alter, geh weg! Nimm die Titte aus dem Bild! Hashtag Monster-Titte. Ich hoffe, man konnte sie jetzt nicht sehen. Alter! Guck mal da, mach mal hier. Nicht, dass ich da noch einen YouTube-Strike für kriege oder so. Kann ich den jetzt einfach so weghauen? Ich bash den jetzt einfach voll darunter, pass auf. Entschuldigung, darf ich kurz sterben? Entschuldigung, hallo. Ich bin der Heizungsinspektor. Ach. Jetzt wollte ich schon sagen, ist das das Kind? Das wäre ja mies gewesen. So, das ist schon mal gut. So. Auf zu brüllen und geh da runter, du. Aua, Alter. Sollte mich vielleicht ein bisschen heilen. Alter, wie kann der mich denn... Willst du mich verarschen? Wie konnte der mich denn treffen jetzt? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich sollte mich heilen, ich sollte mich heilen. So, erstmal voll aus dem Bild. Wo ist denn... Ah, da ist wieder jemand mit der Bombe. Guck mal hier. Och, jetzt vergiftet der mich schon wieder. Der Penner. Ich glaube, das war's, ne?